Neulich am Hauptbahnhof, da wurde ich Spam-Opfer, sprich wehrlose Beute eines Anquatschkommandos. Eine Frau Mitte 50 samt Sohnemann hatte das Rudel humpelnder Besowskis vom ZOB sprichwörtlich links liegen gelassen und mich als aus der Irrnis zu rettende Seele auserkoren. Hallo, sprach die Frau mich an. Ich spreche hier gerade mal so die Leute an. Dann stellte sie mir eine Frage. Darf ich Ihnen mal ein paar Fragen stellen? Ich so, ja. Sie fuhr fort. Denken Sie als junger Mensch eigentlich über die heutige Welt nach und über das, was so alles passiert, so im Allgemeinen? Ich sprudelte gerade so drauf los in meiner hannöverschen Art und sagte, ja. Die Frau spulte unbeeindruckt von meiner niedersächsischen Redseligkeit weiter ihr Standardprogramm ab. Und bei all diesen schrecklichen Dingen, die da so passieren, bei all dem, was die Menschen so Grausames anstellen, haben Sie da noch Hoffnung? Ich dachte nach. Gute Frage, überbrückte mein Mundwerk das kurzfristig ausgetrocknete Redeflussbett. Ich dachte an Merkel und Afghanistan und Soldaten und Selbstmordattentäter und Somalia und Aids und Armut und Drogenhandel und Ölteppiche und Bombenteppiche und Darfur und Töte und tote Igel und platte Kröten und blöde Platten schlechter Popstars und an sämtliche Krisen von Kuba über Hollywood bis Sinn und an Schwarzgeld und die Situation junger Frauen in islamischen Ländern, besonders denen in Schwarzafrika und die Situation kluger Menschen in westlichen Industrienationen, weil die nämlich aussterben wie Wale und Pandas und ich dachte an China und Nordkorea und Atombomben und Ozon und Klimaerwärmung und Überfischung und Medien und NPD und Syrien und Gaddafi-Land halt und Palästina und Pipelines und Pentagon und Geheimdienste und Verfassungsrechte und Geschichte und RAF und Mumia und Jamal und unterschiedliche Positionen und Menschenhandel und Menschenrechte und Autoindustrie und Atomindustrie und Rüstungslobby und Fastfood und Fernsehen und irgendwie konnte ich mich dabei überhaupt nicht mehr so richtig konzentrieren und sagte kurz entschlossen: Nö. Ich habe keine Hoffnung mehr. Die Frau setzte dazu an, etwas zu sagen, doch ich unterbrach sie mit einer spontanen, kästnerischen Erkenntnis. Der Mensch ist gut, aber die Leute sind blöd. Die Frau fand sich irritiert, aber den roten Gesprächsfaden wieder und ihr Repertoire ging so folgte wie fort. Sie sprach, darf ich Ihnen mal eine sehr persönliche Frage stellen? Haben Sie doch schon, aber nur zu, stichelte ich. Sie frug frugal, würden Sie von sich sagen, Sie seien religiös? Mit dieser Frage hatte ich gerechnet. Ob ich jetzt irgendeine Zeugin Jehovas oder eine Scientology-Hescherin oder sonst irgendeine Vertreterin gläubiger Schröpf- und Köpf- und Hirnwaschorganisationen vor mir hatte, war mir Schnurz, ich hatte sie. Und sie instinktiv ihre flatterige Taschentransportbibel hervorgeholt und ihre Handinnenflächen daran gepresst, als gelte es, eine stark blutende Wunde zu kompressieren. Ich sprach, ich bin nicht religiös, ich glaube auch nicht an Gott. Gott ist eine Erfindung unmündiger Menschen, die von Sinnkrisen und Selbstkritik gebeutelt nach einer festen Hierarchiestruktur suchen, nach einer höheren Macht, die ihr Dasein rechtfertigt und an die sie ihre Eigenverantwortung abtreten können. Religion ist ihnen ein leidlich verlässlicher Code zwischen dem Streben nach Macht und dem Bedürfnis nach Unterwürfigkeit und Selbstkasteiung. Ihre Zerrissenheit, gestillt durch schwammige Überlieferungen, voll vager Regeln und Belehrungen, aufgestellt von dahergelaufenen, schlau frommen Propheten, die Rattenfängern gleich durch die Provinz zogen und gestrandete existenzlose Schaden und Narben und wenigstens eine erste Grundgesetzgebung formulierten, an das sich trotzdem kein Mensch hielt, weil wir einfach zu triebgesteuert sind. Menschen sind die einzigen Kreaturen mit der großen Gabe, nicht an sich selbst zu glauben, aber an sich selbst zu scheitern. Die Bibel zum Beispiel, das ist doch auch nur noch so eine Art AGB, ja? Man liest sich das gar nicht durch und klickt am Ende nur einverstanden. Also mal der Zeit ab. Ruhig.
Ich meine, also heute, ja, überall wurden Götter und Götzen erfunden und beschworen, um das Leben und den Tod zu erklären. Und heute haben wir die Eitelkeit des Christentums, den Stolz des Islam, die Naivität der Buddha und die Tierfreundlichkeit der Hindu. Dass all deren Anhänger an einen oder mehrere Götter glauben, heißt doch immer noch nicht, dass es sie gibt. Ich meine, guck mal. Gott machte alle Lebewesen. Glaubt ihr im Ernst, er hat jede Fischgräte einzeln geknetet? Ich stelle mir Gott vor, wie er unter dem Mikroskop die Dreischichtwanden von Triploblasten drapiert und sorgfältig zusammenlegt wie Bügelwäsche. Oder wie er Zellkern, Mitochondrien und Golgi-Apparat neben endoplasmatisches Reticulum bettet. Ja? Oder gar Atomkerne mit Elektronen bestückt und die dann zack anschlüpft, auf dass sie ewig um den Kern kreisen mögen. Hä? Und wie hat sich Gott, da möchte ich ihn mal fragen, wie hat sich Gott überhaupt das mit dem Sex ausgedacht? Hä? Was hat er sich dabei gedacht? Was ist denn so schlimm am Sex? Ja, bitte. Warum soll man das denn nicht vor der Ehe machen? Und überhaupt, was ist denn so schlimm daran? Das ist doch eklig, sagen manche und fürchten sich davor. Aber es ist ganz normal. Aber er, ja, die Kirche sagt, egal. Und wenn es Gott gäbe, ja, wo steckte denn der? Wohnt er in einem Wolkenhaus, chillt er mit dem Mann im Mond ab, spielt Heimischule hoch mit den Saturnringen, wenn gerade kein Astronomen guckt, und popelt der schwarze Löcher ins All, und was passiert, wenn er in die Sonne furzt? Hat er die Sonne gar gefurzt? Ist ja Gas. Und wenn Gott so groß ist, warum spielt er dann nicht Basketball? Hä? Und überhaupt, er formte den Menschen nach seinem Ebenbilde. Wie sieht er denn aus dann? Hä? Alle Menschen gleichzeitig oder was? Gesichtskürbis. Mann. Mal ganz ehrlich, entweder Gott ist nach der Schöpfung der Menschen schlicht an Erschöpfung abgekratzt oder er ist ein sadistisches Arschloch, das uns Menschen auf der Erde bei einem riesigen Feldversuch hämisch grinsend zuguckt. Naja, genug der Blasphemie, ich habe auch immer gern mit Lego gespielt. Und ich bin Darwinist-Atheist, sofern man das so ausdrücken mag. Ich bin auch religiösen Menschen gegenüber tolerant, ich finde ihre Schule gar amüsant. Die Frau war einige Schritte zurückgewichen. Guckte ganz erschrocken. Wäre sie nicht so paralysiert gewesen, hätte sie sicher die Ohren zugehalten, die ganz wie die Marienstatue des gelegentlichen Pflegen zu bluten anfingen. Ein Wunder! Fast schon entschuldigen, fuhr ich fort und wieder gutmachen bemüht. Naja, Kirchen sind da echt hübsch. Solange es nicht diese komischen Nachkriegsbauten sind, die aussehen wie Betonfabriken oder Gebetsabschussrampen. Ja? Die Frau. Die Frau setzte zu einem letzten Ehrenrettungsversuch an. Aber meinen Sie trotz alledem nicht, dass der Schöpfer jedem von uns etwas ins Herz gepflanzt hat? Nein! Entgegnete ich. Was überhaupt? Was ist denn das für ein kitschiger Kaffeetassenspruch? Was soll uns denn ins Herz gepflanzt sein? So ein Registrierungsschimpf oder so eine Schöpfungsgarantie? In meinem Herzen! Und an dieser Stelle gingen die Pferde der apokalyptischen Reiter mit mir durch. Ist nur Blut drin, ja genau! Hass! Enttäuschung! Enttäuschung und daraus resultierender Hass! Und wisst ihr, was da drin ist? Blut ist da drin! Blut, ja! Blut! Ich hab dann meinen Zug verpasst. Aber die frömmelnde Fregatte. Staubwolken schlagen von dann. So schnell wird die keine arglosen Passanten mehr mit Bibelmist anfallen. Dankeschön.